In Deutschland gibt es immer schlechtes Wetter. Aber wir haben morgen Regen, aber das ist okay. Ich hab's mit meinem Gesicht auch noch heute nicht ganz erlebt. Ich hab mal Puffen dabei. Wow. Freunde, es ist mal wieder soweit. Genau wie letztes Jahr. Der Wings for Life Charity Run steht an. Ein paar Streamer husten gleich ihre Lungen raus, weil wir die unsportlichsten Motherfucks der Welt sind. Bin ich gut vorbereitet? Nein. Sehe ich gut aus? Klar. Wird das ein kardiovaskuläres Massaker? Vollkommen. Ey, ey! Ey, die üblichen Hurensöhne, was geht? Ah, du bist im Bloggen, Digga. Na klar, was denkst du? Sex. Ist das Ronny Berger? Hey, hallo, oh, guten Tag. Kennt ihr diese besten Animal Impressions? Achtung! Du bist ein Giraffe. Genau. Wir haben halt das königlichste Buffet. Auf einem Gaffel-Köll-Stand einfach diverse Pizzasa. Würdest du sagen, wir haben vom Ding ein kleines Alkoholproblem hier? Für dich, ja. Junge. Lüttes isotonisches Getränk. Sehr schön, dass ihr euch alle heute Zeit genommen habt. Freunde, es geht um den guten Zweck. Ach, hier geht es nicht um Geld? Es geht auch um Geld. Ah, okay. Für uns? Spenden. Ah, ja. Heute die ist ein bisschen schlechter dran als du, würde ich sagen. Noch schlechter. Warte, warte. Ich war blau vor 2 Tagen. Wann wart ihr das letzte Mal in der Schule? Gute Frage, wirklich. Vor 2 Wochen oder so, keine Ahnung. Wir haben 3 Teams. Wir haben Team Felix. Juhu. Wer ist denn dein Team? Wir haben in meinem Team Adi Toronto. Ich muss gerade meine Community aktivieren. Hier ist noch Milo, hallo. Hallo, ich bin Milo und ja. gespannt, was Felix noch zu sagen hat, weil wir haben ihn nicht vorgestellt. Achso, Felix, stell dich mal vor. Hallo, ich bin Felix. Ich habe vor 2 Wochen mein Abitur gemacht und ich aktiviere jetzt hier meiner Community mit. Seid aktiviert. Ja, ich bin da. Wow. Das ist es. Team Rot würde ich vertreten. Ich wollte ein Wortspiel machen, scheiße. Oh mein Gott. Nein, Bro. Du brauchst jetzt einen Reim auf vertreten. Oh, Team Rot würde ich vertreten und ich würde Team Rot würdig vertreten. Aber du bist zweimal okay. Nee, egal. Team Rot würde ich vertreten und Team Rot würde ich würdig vertreten. Bro, du musst sofort diesen Sweater ausziehen. Du musst sofort diesen Sweater ausziehen. Lol. Das ist verfickt heiß, Adi. Wer von euch hat den Bock anzufangen? Philo. Was? Warum? Was? Wir sind ein Team. Was ist denn hier passiert? Sag mal, vom Start nochmal richtig hier. Oh. Oh. Das hilft. Philo ist im Fernsehen. Seit Felix in L.A. war, läuft bei ihm sehr gut. Schau mal. So lange laufen wir. Du schaffst das mal. Ja, ich glaube an dich. Easy. Es geht um Performance, ja. Es geht nur um Performance. Ich habe meine Performer-Brille auf. Lass mal kurz die Kamera. Ja, sorry. Ich war im Weg. Performance, dann geht das los. Okay. Es geht los, dann du sagst, ready bist du nicht die Einzige. Okay, ich bin ready. Ist ready, baby. Ich bin ready, baby. 3, 2, 1. Let's go. Olli! Op. Der wird so abkratzen, ne? Der wird so abkratzen auf den ersten 5 Metern. Ich glaube, er ist am Kotzen. Jetzt schon. Es ist jetzt 1,5 Runden gelaufen. Ich schätze, er schafft nochmal 1,5. Er wird müde. Guck mal, er hat gerade so schwer geatmet. Da kommt er. Da kommt er. Ich hab zugesagt. Aber schaut ihn euch an. 5, 4. Let's go! Oh, Junge. Wie geht's? Schlimm. Es kracht, oder was? Ja. Ich chill. Der kommt gut. Gar nicht mehr klar. Ja? Ich hätte auch noch länger gekonnt. Sicher? Ja. Wieso bist du denn so aus der Puste? Ich hab gerappt. Freestyle. Ja. Ja. Brauchst du ein bisschen Red Bull in deinen Mund? Ah. Hm. Was schmeckt? Geht schon wieder. Soll ich weiter dran? Bleiben wir aber raus. War Warm-up. Adi und ich haben 3 Runden geschafft. Oh, es war Warm-up für uns. Ich dachte eigentlich, das war nur der Warm-up. Oh, Maelo kann am besten unterdrücken. Den Schmerz kann ich unterdrücken, das habe ich in der Kindheit schon gelernt. Ja, ich hoffe, mein Vater kommt auch irgendwann mal zurück. Ich werde noch weiter gejoggt. Wir auch. Jetzt geht's nicht auch. Sehr gut. Wir haben es hinter uns, Alter. Was ist das? Komm. Okay, 2 Runden. Boah, Digga, das ist kalt, wenn es reingeht. Im Großen und Ganzen lässt es aber so leben. Man lebt, man macht noch was für sein Hack, für sein Essen. Das ist in dem Fall das Hack. Ja, ich bin fertig, ich habe mein Soll getan. Ich laufe jetzt hier entspannt aus, damit ich Wadenschmerzen vermeide und esse meine Pits. Ja. Geht's dir gut, Ronny? Ey, ultra geil. Ich hatte so einen geilen Run gerade, ich bin so gerannt. Und es war ich und der Run einfach. Mehr lachen, weil ich dann huste. Und damit den zweiten Platz belegt beim Wings for Life World Run ist Team Rot. Hey! Du bist Team Rot, Ronny. Oh. Das Team, das gewonnen hat, ist Team Blau. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz. Hey! Ja! Ja, ey, fantastisch. Ja, wir haben's.
Wir sind Team Blau, Ronny. Herzlichen Glückwunsch. Digga, das ist das Schlimmste, was wir je gemacht haben. Wir fahren rückwärts zum Regierungspräsidenten ein. Da stand Zufahrt nur für den Regierungspräsidenten. Wir fahren rückwärts ein. Im Arsch voraus. Junge, Junge, wir sind hier gerade beim Japan-Tag, beziehungsweise wir wollen zum Japan-Tag in Düsseldorf und es gibt keine Parkplätze. Und wir sind so verzweifelt, dass wir rückwärts beim Regierungspräsidenten reinfahren, um uns da einfach irgendwo illegal hinzustellen. Meint ihr, die würden jetzt sehen, oh, das Kennzeichen arbeitet nicht bei uns? Da stelle ich lieber das eine Mal da kurz in Parkverbot. Wir fahren immer noch rückwärts? Natürlich fahren wir. Nee, wieder nicht. Wir fahren schon wieder nach vorne. Merkt ihr es nicht, wie wir schon wieder vorwärts fahren wieder? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in meiner ganz persönlichen Hölle, aka dem Japan-Tag. Jawoll! Japan! Japan! Deine Grenze für, so dass hier irgendwas peinlich ist, ist extrem gering. Schwerter hoch, hoch die Schwerter. Immer weiter höher. Boah, wie viele Leute hier an der Elfbahn nuckeln, finde ich irgendwie krass. Ja? Ja. Ich dachte gar nicht drauf. Ich dachte, die sind ja alle so, trinken so Wasser und atmen Luft. Jawoll! Japan. Boah, ich weiß legit nicht, was hier abgeht oder warum ich hier bin. Ich bin hier legit einfach gespawnt. Und auf einmal stehe ich vorm Japan-Quiz. Japan. Japan! Ja! Wir freuen uns so auf Japan. Freust du dich auf Japan? Ich habe sehr viel Spaß an Japan. Japan. Sex! Hund! Sexhund! Ein Sexhund! Sexhund! Jawoll! Glaubst du, sind viele so Twitch-Zuschauer? Ja, vom Ding vielleicht. Und die vielleicht gerne auch vom Discord moderieren? Ja, vielleicht. Ey, schönen Tag noch, ne? Ist sie gerade alleine oder ist Trimax oder so? Nee, nur die zwei. Leider nicht Trimax. Tut mir leid. Ja. Max ist nicht da. Aber auf Discord vielleicht noch. Mach's gut, ciao. Würdet ihr sagen, grundsätzlich sind hier viele Leute, wo ihr sagen würdet, ja, die könnten theoretisch moderieren? Für Recht und Ordnung auf meinem Discord sorgen? Ich glaube, die könnten alle gut moderieren, ja. Ja. Mein Discord braucht noch Mods! Mein Discord braucht noch Mods! Ich glaube, niemand ist weg. Ja, da ist einer! Ein Mod! Ja, gleich. Romatra? Japan? Ügge. Boah, es riecht so ekelhaft penetrant nach Blueberry Ras Elfbar. Rin? Hier ist Romatra! Halt dein dummes Maul, Alter. Wieland Welte! So, der wird unangenehm. Ich hasse dich. Wo ist Reese? Ey, wir haben Dominik verloren. Ich hasse alles hier dran gerade. Ügge. 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 Wieland Welte. 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 Ausbauen. Hi. Gurkensohn? Okay, ich glaube, die letzte Mission, die ich auf diesem gottverlassenen Japan-Tag hier habe, ist ein ganz, ganz großer Wieland-Welte-Chor. Ich glaube nicht, wenn du es hinkriegst, wäre schon krass. Wir ziehen wir an einem Strang? Wir ziehen an einem Strang und werden den Wieland-Welte-Chor warm machen. Warum ist da Detlef die Soße? Was? What the fuck? Kein Foto von mir? Was? Doch, klar. Was bist du? Ein Jedi? Aber dein Lichtschwert hat keine Farbe. Ja, es ist leuchtend grün, aber heute geht's nicht. Ah, es geht nicht. Okay, es macht nichts. Wie heißt du? Immer noch Leon. Leon? Das ist verfickt geil. Verfickt geiler Name. Was denkst du, wie heißt ich? Du bist kein Kevin, du bist auch kein Nils, du bist eher ein Tim. Ja, ich bin kein Tim. Fang mit F an. Florian. Ähnlich? Fridolin. Ja, yeah. Mit einem X noch drin. Frank. F ist Anfang, X ist Ende. Felix. Ja. Hey, lass uns mal grüßen, Felix. Liebe Grüße an die Zuhörer der Royaltix Band. Wir sind am Japan-Tag. Ganz genau so. Wir gehen heute alle voll steil. Und es wird verrückt. Es wird einfach nur. Es wird einfach pur. Hey, warte. Ich hab doch gar kein Wieland Welte gehört. Was ist da los, Dominik? Hier ist Romatra. Und vielleicht komm erstmal von. Ich geb dir gleich so eine. Ich geb dir wirklich den Leberhaken. Nein. Okay? Das ist auf Tape drauf. Hast du schon mal einen Leberhaken bekommen an der Stelle? Nee. Okay. Wieland Welte. Wieland Welte. Wieland Welte. Mann, ich war gerade richtig am Chillen. No joke. Alles geil. Dann krieg ich eine verfickte Nachricht von Sophia, dass sie ja jetzt gleich Geburtstag hat und reinfeiert, ob ich nicht zum verfickten Maggies will. Für die Leute, die es nicht wissen, Maggies ist eine Karaoke-Bar, die wir groß gemacht haben in Köln. Wir haben die groß gemacht. Die existiert nur wegen uns. So viele Leute von euch sind da hingegangen, wegen unseren Vlog. Jetzt gehe ich da halt hin. Ich trinke keinen Alkohol, aber ich schaue mir trotzdem dieses ganze Geschehen an. Die meinten, wenn ich komme, lutschen die meinen Nippel und das will ich auf jeden Fall on tape. Felix, du geil! Oh mein Gott! Okay, komm, ich Nein, du saugst nicht an meinem Nippel. Doch, ich saug an deinem Nippel. Ich war an deinem Nippel. Komm her, gib her. Lass mich in Ruhe. Das ist mega weird. Ich verlange sofort, dass du mir 10 Euro gibst. Okay, und ein Vlog. Was? Die Left Dono. Danke. Sophia, lass mich in Ruhe. Zeig mir deinen. Okay, zeig deinen. Ja. Ich will es mir empfehlen. Ich will den Nippel lutschen, den Fünfer. Es ist wahr, Freunde. Wir sind im Mackies. Die einzig wahre Lokation. Wo ist der Esser? Junge. Oh, Merle! Was machst du hier, verdammte Scheiße? Da ist er! Da ist er! Hey, heute probieren wir so viel Geld wie möglich zu machen. Ich gewinne. Oh mein Gott! Ich hab deinen Nippel, der war so hart in meinem Mund, Digga. Der war im... Okay, Robin, komm. Ja. Wait, what? Was? Yo! Hey! What the fuck just happened, bro? Sophia, alles Gute zum Geburtstag! Ja! Ja! Ja!
Das ist das größte Crossover der Welt. Das macht gar keinen Sinn. So, Mammut. Mr. Mammut. Einfach eine geile Fixsache hier. Hey ho, Minecraft-Freunde, ich bin's wieder. Komm, auf was bist du? Felix, da. Ich will das alles nicht. Mein Name ist nicht Mann. Ich hab zu viel Speck gezahlt. Stampfe, ich weiß nicht, was ich gerade mache. Ich bin ein Superstar. Superstar. Bin Pferde ficken, Pferde Sex. Entreiße mir die Klammern. Oh. Wow, yeah! Ich hab Money! So wie Johnny! Kleine Bitch! Ist mein Pony! Ey, wer ein Pony, der sie hat! Gute Johnny, Mann! Meine Tour! Wie ein Pony, ja! Kleine Bitch! Ist mein Pony! Ist das Young Horn? Alter, Bro, du hast eine geile Jacke an, muss ich sagen. Alter! Ehrlich! Was für ja. ein geiler Scheiß! Ah! Ja! 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 Hey, was gucken wir uns an? Die PowerPoint da vorne? Boah! Jetzt, oh, der Swirl! Meldet oh, du einen droppen? Oh, du brauchst sehr gute kommunikative Fähigkeiten. Jetzt einfach der Klick. Oh, shit. Oh. Seid ihr gecatcht? Bin gecatcht. Ich hab mich beworben. Ich bin, ja. Ihr ist gerade schon in der kurzen Zeit. Ja. Ja, wohl abgelehnt. Mhm. So viele Rechtschreibfehler in der Bewerbung. Philo, der Junge, sieht aus wie ein Gnom. Mhm. Beim Rappen, der Huso trifft keinen Ton. Oh, der hat dich gefickt. Find ich einen Ton, dann will ich von dir Finderlohn. Oh, mein Gott. Dieser Freddy, er macht Tumdance-Mucke. Das steht für Tollpatsch am Mike. Es war nicht Silvester, doch ich hab seine Olle geknallt. Rap.